Ein herzliches Willkommen auf der Stadt. Wir beginnen ja wieder mit 2.0, das ist der. Und wir haben heute ein bisschen vor, dass wir Rollen fahren. Und da ich mir das überlegt, dass wir das erstmal so machen, wie ich jetzt gerade das mache, weil mit Dings kann ja jeder. Und ich werde es zwar nicht weit fahren, davon ab, aber das ist ja erstmal nur wichtig, dass ich es so fahre, dass ich es im Prinzip für euch bestmöglich zeigen kann. Und ja, also es ist für mich jetzt relativ schwierig, weil ich ja dieses Problem ja immer noch habe mit meinem Lenkrad. Aber das ist erstmal nicht so wichtig, so wild, solange ich das aufnehmen mal hinkriege mit ohne Lenkrad, dann geht das auch. Und wie gesagt, ich will das jetzt einfach so ein bisschen hier hinstapeln, dass wir die dann demnächst im Modus nach und nach wegholen können hier. Und von daher ist das so in der Hinsicht nicht verkehrt, dass wir die so stapeln können. Wollte zwar noch eine oben drauf machen, aber ich habe mir doch überlegt, nee, lass mal lieber. Nicht, dass es nachher überhaupt nicht geht. Und so viele sind es ja nicht von den Rollen. Da habe ich mir das überlegt, dass wir das einfach so machen. Oh, wir hatten vielleicht heute, es ist auch noch was Neues wieder passiert. Musste ich machen, weil ich hatte mich aufgebracht beim Spulen. Meine Tischen, wenn man nicht mehr da gewesen. Da habe ich jetzt ein neues Gerät und einen neuen einen Tracker hingestellt. Und ja, da gehen wir auch gleich nochmal hingucken, dass ihr das auch nochmal gesehen habt. Ich finde, das Ding ist schon nicht verkehrt, was ich verstehen habe, aber erstmal abwarten. So, ich gehe jetzt dahin. Hätten wir das auch so weit fast. Warte mal, ein bisschen konzentrierter arbeiten. Wir sollten so nämlich so liegen bleiben. Von daher ist das heute ein bisschen konzentrierter als sonst. Ich wollte, wie gesagt, die hier so schön hier hinlegen. Ja.
Okay. Hat so schön liegen. Nee, das. Ach, Rita. Oder wird er verabschieden oder was? Die wollen mir veräppeln, die Eierrollen weiter. Gut, mach weiter jetzt. Ja. Bin mal gespannt, ob wir das jetzt einigermaßen wegkriegen hier. Wir sehen noch diese drei. Gedüngt haben wir auch schon. So. Wenn du nicht willst, dann machen wir das so. Ja, wie gesagt, das gedüngt haben wir jetzt. Das hat schon mal funktioniert, das ist in Ordnung. Und was jetzt noch sein ist, es ist, dass wir vielleicht das nochmal als richtiges Ackerland hätten haben müssen. Weil es dachte mir nämlich, es muss nämlich gepflügt werden. Und das kann man jetzt. Die will ich auch nicht, die will ich jetzt nicht pflügen, weil da brauche ich, wenn ich jetzt Wiese brauche, die will ich alles nach und nach machen. Das bedeutet, ich müsste die eigentlich rein theoretisch ja, wahrscheinlich dann wieder veräußern. Um die Felder jetzt hier nehmen sind, oder 29 und dieses 30 hier zum Beispiel. Im Prinzip dann noch oder doch dazu kaufen. Dass ich dann im Prinzip das aus ein Feld, zwei Felder 1 mache. Dass wir dann im Prinzip hier die Ach komm jetzt. Naja, auf jeden Fall, dass wir dann im Prinzip eins von zwei eins machen können. Und das ist die Interaktion danach. Oder wenn wir gleich noch mal kurz zwei Stück hier na. Okay, warum könnte geht das nicht?
Okay, da steht irgendwie so nach dem Motto. Müssen wir mal gucken, warum das so ist. Die haben doch ein bisschen Gewicht. Ist in Ordnung. War gut, dass ich das Gewicht hinten dran gemacht habe. Uiuiuiuiui. Also eins sage ich euch, die Achse, die macht jetzt gerade mittlerweile Tango. Yeah! Also das ist diesen schwer. Beim diesen schwer, das ist fest, steht fest. Dann machen wir das nochmal zwei Stück, drei Stück nochmal rein hier, also im Fahren. Dass sie immer kontinuierlich was hat. Komm ja. Ermüde. So, gekonnt wieder aufgerichtet. Machen wir mal ein bisschen tiefer, da ist der Schwerpunkt ein bisschen niedriger. Machen wir so ein bisschen einzeln. Gut, haben wir jetzt noch zwei Stück rüber. Na gut, jetzt müssen wir nochmal noch eine. Da haben wir viermal reingefahren. Ich müsste das von der Sache her eigentlich erstmal wieder genug sein. Oder noch genug sein. Ja. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist, Leute. Das ist die Festhalter vom Wagen. Da ist bestimmt irgendwie das Autoload schief. Warum auch immer. Müssen wir mal gucken, ob was wir nochmal ansetzen können. Das hängen. Da müsste wahrscheinlich der Klotz ab. Wirklich durch. Den machen wir dann auch gleich erstmal ab. Das werde ich erstmal ja gucken. Ja, ich habe es heute mit dem Fahren. Ich hab's gewusst. So. So, jetzt sind sie im Prinzip lose.
Und dürfte im Prinzip jetzt nichts mehr passieren. Haben wir das soweit auch geklärt? Ja. So, da hätten wir das auch. Lassen wir erstmal hoch. Dann lassen wir den erstmal ja so stehen. So, wie gesagt, hier ist der neue Trecker, den ich hergestellt musste wegen Stroh und dergleichen. Neues Fass gekommen. Ich habe auch ein paar Heuballen organisieren müssen noch, weil die einfach kein Futter mehr hatten und auch kein Wasser. Und deswegen, ja, wie steht das Kram jetzt hier? Und musste erstmal wieder was hingemacht werden. Jetzt haben wir wenigstens auch Milch und dergleichen. Und auch genug Nahrung und Wasser drin, dass wir auch dementsprechend auch weiter. Also du gehörst eigentlich nicht hierher. Ja, also ich würde mal sagen, da ist die Plane, die dafür zuständig ist, ist viel zu weit. Okay, wo läufst du denn hin? Hallo? Ey, Kälbchen, hallo, da hinten ist dann zu Hause. Uhu. Da hinten. Hallo? Hallo. Hallo, Muku. Muku? Uhu. Da hinten. Da hinten hin. Einmal drehen bitte. Einmal drehen. Nein. Die ignoriert mich einfach. Hallo? Naja. Egal. Solange wir sie nicht abhaut, ist alles gut. Aber ich schätze mal, das hat dabei wahrscheinlich zu tun, weil das ist ja alles im Prinzip hier mit diesen ganzen Ländereien. Hier ist das wahrscheinlich zu tun, weil hier ist ja der Hof, der Kuhstall, und dann wird das wahrscheinlich alles hier damit zusammenhängen. Und deswegen wollte ich wahrscheinlich auch da hinten hinlaufen. Weil es ist nämlich hier nämlich auch offen. Und ich schätze mal, das hat da wahrscheinlich damit zu tun. Da wahrscheinlich irgendwie verkehrt gebastelt, der Junge. Aber es ist doch schon ein bisschen komisch, weil wenn hier ein Tor ist und da hinten ist es offen. Ja, muss man jetzt nicht verstehen, also. Ne, Leute? Oder er hat hier vergessen, den Zoll hinzumachen. Was natürlich auch sein kann. Vielleicht hängt er ja auch irgendwo in der Luft. Egal, gut. So, das ist ja, wie gesagt, das, was bei mir jetzt erstmal hier neu gekommen ist. Wegen Problemen mit dem Spulen. Was ich eigentlich nicht wollte. Und ich dachte nach, jetzt ist es zu spät, aber zum Glück hatte ich diesen Mod drauf, dass die Tiere hier drauf futtern tun. So wie wir das jetzt hier machen. Und hatten sie jetzt noch genug hier am Futter, aber das Wasser war halt nicht da. Und dadurch habe ich auch keine Milch und kein anderes Kram gehabt.
Und das hatte ich dann jetzt damit erstmal behoben. Aber wiederum, das soll jetzt erstmal für heute erstmal gewesen sein. Und ich hoffe, es hat euch immer wieder gefallen. Denkt an die Däumchen und an die Kommis. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao, ciao.